Es sind Bilder, die Gernot Fröschle so schnell nicht loslassen werden. 16 tote, gerissene Schafe auf der Weide. Genauso viele liegen im Wasser, ertrunken, weil sie voller Panik in die anliegende Enz liefen. Erst vor ein paar Tagen ließ der Schäfer die Tiere wieder auf die Weide, wo sie dann nicht sicher waren. Da geht ja natürlich sehr viel im Kopf in allem vor. Erstens die Tiere, für die, wo wir jeden Tag arbeitet und machen und dehnen und unser Leben aufopfern, mehr oder weniger. Und zweitens natürlich, wie geht es weiter? Klar ist, die restlichen gut 150 Tiere müssen zurück in den Stall gebracht werden. Dabei wollen sie doch unbedingt auf der Weide bleiben. Bei endlich vollem und satten Grün. Parallel untersuchen Mitarbeiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt aus Freiburg die Tierkadaver. Zweifel an der Ursache gibt es kaum. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir sagen, das sieht alles sehr nach Wolf aus. Für den Wolf, wenn kein Zaun ringsum gestellt ist, ist das Eindringen überhaupt kein Problem. Gernot Fröschle schützt seine Tiere so gut es geht. Der Zaun zur Straße ist kein Problem, aber unten am Wasser in dieses Gelände einen Zaun zu schlagen, ist kaum möglich. Wir machen das hier seit 20 Jahren ohne einen Zaun da unten rum und da war noch nie was. Und jetzt will die Politik, der Wolf hier, jetzt haben wir da gleich einen riesen Aufwand. Wie soll das gehen alles? Und dann gucken sie mal das an mit den Felsen und alles. Da bringt man ja gar keinen Zaun ein. Und komm, an mir steht's, ja, gut. Die Schafe widerwillen zurück im Stall. Gefüttert werden müssen sie mit den Wintervorräten, doch die werden langsam knapp. Es ist einiges, was auf den Landwirt einprasselt. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Da wächst Gras, wir bringen nichts weg, wir futtern Winterfutter. Wir kommen unsere Landschaftspflegeaufträge nicht nach, wenn die Schafe das nicht wegfressen und die Rinder. Machen Sie sich Sorgen um die Existenz? Ja, jetzt gewaltig. Auch seine Rinder sollten eigentlich in den nächsten Tagen zurück auf die Wiese. Doch der Wolf, eine Gefahr für die Kälber. Schäferkollegen aus der Nachbarschaft schauen vorbei, um zu fragen, wie es geht. Und haben selber schlimmste Befürchtungen. Der Wolf ist so schnell, der kann jetzt heute Nacht da sein und ist vielleicht morgen bei uns. Klar. Wir haben jetzt auch alle Schafe draußen, alles gerichtet, viele Lämmer dabei und dann passiert sowas noch. Gell? Ach, schlimm. Jetzt müssen wir schön googeln. Ah, ja, da, ja. Insgesamt hat Gernot Fröschle über 40 Tiere verloren, denn einige Schafe waren so schwer verletzt, dass sie auf tierärztlichen Beschluss getötet werden mussten. Und auch wenn er den materiellen Schaden womöglich ersetzt bekommt, die Sorgen und Probleme sind damit längst nicht vorbei.